Input erhalten. Crowdsourcing. Nach dem Definieren der Dienstleistung und dem Fertigstellen des Dienstleistungsdesigns ist es nützlich, auch Input und Anmerkungen von Außenstehenden zu erhalten. Dies ermöglicht verschiedene Perspektiven von einer Vielzahl von Individuen, von potenziellen Nutzern bis Experten, bevor die Dienstleistung dann tatsächlich umgesetzt wird. Eine Möglichkeit, um diesen Input zu erhalten, ist Crowdsourcing. Es gibt viele verschiedene Definitionen von Crowdsourcing. Erstens. Nach Jeff Howe ist Crowdsourcing der Prozess, bei dem traditionelle Arbeiten eines Angestellten an eine undefinierte, normalerweise große Gruppe in Form einer offenen Anfrage outgesourced werden. Zweitens. Eine große Gruppe Menschen im Internet koordinieren, um kleine Beiträge zu leisten, um ein Problem zu lösen, das nicht von einer Software oder einem Einzelnen gelöst werden kann. Drittens. Informationen oder Input zu einer bestimmten Aufgabe oder einem Projekt erhalten, in dem viele Menschen bezahlt oder unbezahlt beteiligt werden, üblicherweise über das Internet. Viertens. Mit Menschen zusammenarbeiten, die immer ein stilles Publikum waren, um etwas besser zu machen, das man nicht alleine schafft. Beim Crowdsourcing gibt es drei große Bestandteile. Der Initiator. Eine Person, die Aufgaben oder Projekte einreicht und die Antworten sammelt. Die Mitarbeiter. Die Personen, die an den Aufgaben arbeiten und Antworten liefern. Die Plattform. Das Programm, welches für die Publikmachung und das Management der Aufgaben genutzt wird. Crowdsourcing kann für viele verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Beispielsweise, um Arbeit zu erledigen, wie zum Beispiel Übersetzungen, Logodesign, das Testen von Handy-Apps, Datenverifizierung, die Entwicklung einer Marke. Um Handlungen zu stimulieren, wie zum Beispiel Crowdfunding, politischer Aktivismus, Bürgerteilhabe, Innovationen für Bürger, Verbesserungen in der Gemeinschaft. Oder um Input zu erhalten, wie zum Beispiel die Generierung von Ideen, Produktfeedback, gemeinsames Brainstorming, Problemlösungen oder Beta-Tests. Die Aufgaben, die mittels Crowdsourcing gelöst werden können, sind komplexe Aufgaben wie das Entwickeln einer Software, einfache Aufgaben wie das Designen eines Logos, Makroaufgaben wie das Testen einer Handy-App, oder Mikroaufgaben wie die Beschriftung eines Bildes. Wann kann man Crowdsourcing nutzen? Bei Aufgaben, die Computer nicht machen können, die ein Einzelner nicht machen kann oder die in viele Teile aufgeteilt werden können. Tipps für Crowdsourcing. Die Crowd bzw. Gruppe sollte definiert werden. Ist es eine spezifische Gruppe? Oder wird jeder angesprochen? Wo können Sie Ihre Crowd finden? Wie können Sie diese Crowd am besten erreichen? Die Botschaft an die Crowd sollte klar sein. Die Crowd muss verstehen, worum Sie sie bitten. Es sollte nicht unterschiedlich interpretiert werden. Der Prozess sollte erklärt werden. Beschreiben Sie, wie der ganze Prozess funktioniert. Definieren Sie alle Schritte im Prozess, wie Verteilung, Auswahl, Abstimmung. Es sollte eine Frist gesetzt werden. Das Belohnungssystem sollte erklärt werden. Was geben Sie der Crowd zurück? Fragen der Crowd sollten beantwortet werden. Feedback sollte an die Beitragenden gegeben werden. Der Zugang sollte einfach möglich sein. Die Phasen des Crowdsourcing-Prozesses lauten wie folgt: Definieren Sie die Aufgaben, stellen Sie Fragen, definieren Sie die Dienstleistung oder das Projekt. Wählen Sie Ihre Crowdsourcing-Plattform aus. Machen Sie Ihr Projekt bzw. Ihre Aufgaben öffentlich und warten Sie auf Antworten. Sammeln Sie Antworten. Vorteile des Crowdsourcing. Wenn Crowdsourcing richtig angewendet wird, schafft es neue Ideen, reduziert es die Entwicklungskosten und schafft es eine direkte und emotionale Verbindung zu den Kunden. Für weitere Informationen über Crowdsourcing
können Sie diese Quellen nutzen.